Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Und ich habe vorhin was gesehen, entdeckt, was wir jetzt gleich machen. Wir verlassen mal den Animus. Denn anscheinend gibt es da wieder etwas Neues. Nicht zu schnell aufstehen. Ja, ist gut, Mami. Schon mal getötet? Auch schön, dich zu sehen. Ich war mit so einem Elektronik-Spezi zusammen, als die Assassinen mich erstmals kontaktierten. Und? Jetzt bin ich Single. Machst du Witze? Natürlich nicht. Glaubst du, ich würde Witze über jemanden machen, den ich getötet habe? Der Tod ist nur lustig, wenn er weit weg passiert. Ich weiß es. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Will sie vielleicht doch noch reden? Die Übersetzungssoftware hast du aber nicht gepatcht. Nee, ist noch buggy. Im Italienischen nur kleine Aussätze, aber bei Französisch und Spanisch musst du aufpassen. Okay, willst du vielleicht noch was sagen? Wir reden später. Also nicht. Okay, dann gehen wir mal zu unserem ach so beliebten Kollegen, den wir ja so wahnsinnig mögen. Eine Idee zu der Chiffre, die Machiavelli mir gab? Ich meine, Ezio. Ohne Schlüssel nicht zu entziffern. Ein Einmalschlüssel. Was ist das? Ein Chiffre mit einem einmaligen Schlüssel. Stell dir vor, jemand nimmt von jedem Wort der Unabhängigkeitserklärung den ersten Buchstaben, um etwas zu kodieren. Ohne die Erklärung selbst ist es nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Wie kommt er jetzt darauf? Aber egal, wir quatschen nochmal an. Und Sean? Gibt's auch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah ja, Kate. Katie, 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 Kitty Cat Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unters Hemd durftest. Oh, was? Was? Wir waren essen. Du warst essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten. Dumm gelaufen, wa? War wohl nix mit Schnurren wie ein Kätzchen. Na? Gibt's was Neues von draußen? Rebecca hat das Telefon angeschlossen. Die Templer bewachen immer noch die Grenzen und Wedek hat auch gut zu tun. Was zu tun? So wie es aussieht, bildet er Abstergo-Agenten mit Animus-Daten aus. Das heißt? Abstergo bereitet einen Frontalangriff vor. Das klingt ja super. Und was noch? Ach so, jetzt. Du, der einzige Assassin in Abstergos Animus-Abteilung. Wie kommst du an Daten von denen? Ein paar Passwörter klappen noch, aber ich komme nicht tief ins Netzwerk rein. Das ist schade. So, war das jetzt alles, was wir hier machen können? Anscheinend. Okay, ich dachte, vielleicht gäbe es hier wieder was zu tun, aber... Alles bereit. Offensichtlich nicht. Gut, dann sind wir wieder hier. Und hier ist auch gleich eine Mission offensichtlich. Nur die angesehensten Kunden beehren dieses Geschäft. Die Elite weiß, wo man die beste Ware bekommt. Ja, okay. Ach ja, stimmt. Wir hatten ganz kurz letztes Mal noch Geld abgehoben. Stimmt, da war ja was. Und jetzt gehen wir hier rein. Ach so, das war dieses Gespräch, was wir schon hatten, ne? Ja, ich glaube ja. Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Caterina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam.
Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämpft nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. So, das haben wir das letzte Mal schon gesehen. Und wie hat dann abgebrochen? Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Genau hier sind wir gewesen und dann haben wir abgebrochen, weil wir ja, also weil ich hier aufhören wollte, mit aufnehmen. So, mit zwei Bürgern Roms gegen die Unterdrückung durch Borgia kämpfen und sie für die Assassinengilde rekrutieren. Nicht mehr als 5 Quadrate verlieren. Das war erstmal leicht. Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Warum war ein Schuh so hochgeknickt? Habt ihr das gesehen? Das war sehr merkwürdig. So, ich muss doch noch einen. Genau, muss ich vielleicht erst das Zettelchen, dem sie einen weiteren Bürger bei. Zettelchen hier. Wo ist denn noch ein Bürger? Sehen wir das hier? Oh, ja. Machen wir mal das hier. So. Entschuldigung. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Und werde diese Aufnahmesession dieses Mal eh ein bisschen kürzer treten. Auch weil ich noch Rückenschmerzen habe. Aber zum Glück nicht mehr so stark wie in den letzten Tagen. So. Das müsste hier vorne irgendwo sein. Hier drin wahrscheinlich. Oder oben. In 5 Sekunden werden meine Jungs euch eine bleibende Erinnerung verpassen. Das muss oben sein. Wer sind eure Hintermänner? Oder? Seh nix. Oh, eine Dame. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. War sehr gerne. Oh, was haben wir denn da? Nö. Machen wir. Ich kann auch Furunkel, Pusteln, Zysten und andere Beulen öffnen. Was? Das ist ja ekelhaft. Was ist das hier?
Also da oben ist ein Zettelchen, aber warum ist hier... Ah, da wird wahrscheinlich so eine Missionsdingensgeschichte sein. So, ich gucke mal ganz kurz. Ich glaube, da unten ist noch was, was wir auch kaufen können. Gehe ich mal von aus. Nee, jetzt ist es zu erkennen. Das heißt, das haben wir. Aber ich gucke trotzdem mal kurz, ob wir da vielleicht mal was kaufen können. Wo ist denn das? Wahrscheinlich hinten, wa? Wo ist denn der Laden? Wir haben ein Angebot zum Saisonende. Ah, nur erhältlich in der... Nur erhältlich, wenn... Oh, reparieren. Ja, machen wir mal. Alles reparieren, richtig. Ja, mein Wärme. Zurück. Rüstung. Es gibt eine neue... Oh, eine neue Rüstung. Armschienen. Erfordert die doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Warum haben wir die nicht? Warum haben wir die nicht? Oh, ein neues Schwert. Oh, das ist das... Mhm, immerhin ist das hier besser. Wir nehmen mal das. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mal auf den Preis geguckt. Kleine Waffe. Knochen. Was? Knochendolch von Romulus. Messer. Ja, dann nehmen wir das. Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar. So, was haben wir da? Armbrust. Mhm. 12.000, das könnten wir uns sogar leisten. Komm. Ja, wir kaufen das jetzt mal. Munition. Armbrustbolzen haben wir voll, warum auch immer. Ja, das ist okay. Miete kommt jederzeit wieder. Ich wollte eigentlich noch, da war doch noch was. Hallo, ich möchte gerne noch mal... Außerdem möchte ich hier nicht mit Waffe rumlaufen. Da war doch noch was. Ach so, Investitionen. Ja, das machen wir jetzt erstmal nicht. Da kenne ich mich noch nicht so mit aus. Naja, bis bald. Okay, dann war da unten war noch... Da drüben ist noch so ein Dingens. Ich weiß nicht, ob wir den besitzen. Aber wir haben eh die Quest da drüben, deswegen... machen wir das kurz. Gehen wir mal kurz gucken. Wir kriegen ja eh jetzt wieder mehr Geld, wenn wir Läden kaufen und so weiter, kriegen wir ja immer alle 20 Minuten oder so. Das heißt quasi jede Folge kriegen wir ein bisschen Geld. Da ist tatsächlich was. Was wir noch nicht haben, das kaufen wir. Beziehungsweise renovieren wir. So kriegen wir nämlich immer mehr Geld. Ich habe exklusive Schleier aus dem Osten für eure Frauen, Signori. Welche Frauen? Ach so, ja, stimmt. Da war ja was. So. Das kaufen wir auch noch. ...3200 alle 20 Minuten. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Meisterwerken des verehrten und schmerzlich vermissten Ghirlandaio habe ich meine Künstler gebeten, seine begehrtesten Werke zu kopieren. Komm, Verdura Fresca! So, die Quest muss irgendwo hier drüben sein. Dann gucken wir mal, was das ist und wo die ist. Muss eine Genehmigung vom Stadtrat was ist das hier? Bei jedem Verstoß droht eine öffentliche Auspeitschung. Ach so, hier ist auch noch was. Untersuchen. Fraktionsgebäude. Hm. Ich bin immer so ein bisschen dafür für entweder Diebe oder Kurtisanen. Ich glaube, ich nehme hier auch die Kurtisanen.
kann man ja immer noch ändern, glaube ich. So. Wir müssen hier lang, glaube ich. Udite, Udite. So, das müsste irgendwo hier sein. Frage ist wo? Wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite. Aha, da drüben. Oh Gott. Alter, was ist hier passiert? Wer war das? Dieses Monster, Malfatto! Sati! Da lang! Malfatto ermordet junge Frauen im Tiberbezirk. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit Assassinenrekruten eliminieren. Okay. Oh, Mina, du solltest doch nicht mehr herkommen. Wie kann ich denn jetzt Assassinenrekruten dafür verwenden? Wie mache ich denn das? Hallo? Ach, die zeigen, wo er ist. Aha. Wo zeigst du hin? Das dachte ich mir schon. Wahrscheinlich rechts. Ja. Gehen Sie näher heran, bis das Ziel hervorgehoben wird. Gildenattentat. Animale. Und jetzt, wie kann ich jetzt jemanden, ach so, mit Tee. Ah. Interessant. Requiescat in pace. Ausgerechnet ein Pestarzt. Ich will sein Outfit. Bitte. Mörder! In Gottes Namen, bleibt mir fern! Ja, was ist das für ein weißer Dingens? Ach so, das ist der Typ wahrscheinlich, der uns da... Die Rekrutenanzeige zeigt Ihnen, wann Ihre Assassinenrekruten wieder einsatzbereit sind. Alles klar. Ihre Assassinen jedes Mal Erfahrung, wenn Sie sie rufen. Kann ich noch mehr holen? Ich möchte noch mehr Rekruten haben. Dann muss ich selbst nichts mehr tun. Das finde ich super. So, hier können wir noch was kaufen. Beziehungsweise renovieren. Der Schmied da drüben wahrscheinlich auch, ne? Was? Wer ist denn hier am Rumgrölen? So, ich gehe mal kurz gucken. Wahrscheinlich, ja, ich denke, den können wir noch kaufen. Renovieren. Wie auch immer. Oh, wollte nicht pfeifen. So. Jetzt sind wir schon auf 3588. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preisen. Seht doch selbst. Da hinten ist noch ein Arzt. Den holen wir natürlich auch noch. Ja, ja, pfeif du nur. Sehr, sehr nice. Ich kann Knochen rücken. Dann markieren wir uns mal die Quest. Ah, guck mal an. Hier können wir tatsächlich noch neue Leute rekrutieren.
Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das tatsächlich machen, weil ich glaube, das könnte sehr nützlich sein. Ezio Auditore, tapfer von euch, sich mir alleine zu stellen, aber auch recht töricht. Assassine. Garde!